Assalamu alaikum, meine lieben Geschwister, heute hören wir uns an, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam über den dritten Aspekt gesagt hat, der den Menschen im Diesseits und im Jenseits retten wird. Khashyatullahi fis sirri wal alan. Die Ehrfurcht gegenüber Allah, die Gottesfurcht im Geheimen und in der Öffentlichkeit. Was für eine Eigenschaft. Es ist eigentlich die grundlegende Eigenschaft, nach der jeder Muslim streben sollte. Dass ich mir bewusst bin, dass Allah subhanahu wa ta'ala mich sieht. Was die Gelehrten als Maqam al-Muraqaba bezeichnet haben. Die Stufe des Beobachtens, wo ich weiß und mir bewusst bin, dass Allah ta'ala mich beobachtet. Oder vielleicht sogar noch eine Stufe höher, Maqam al-Mushahada, die Stufe des Bezeugens, wo ich das Bewusstsein habe, Allah subhanahu wa ta'ala zu sehen. Es handelt sich um die Stufe des Ihsan, die Stufe, wo ich wirklich die höchste Stufe im Glauben überhaupt erreicht habe, wie es der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, an ta'buda Allah ka'annaka tara, dass du Allah dienst, als könntest du ihn sehen. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Und wenn du ihn nicht sehen kannst, wenn du nicht so weit bist, dass du das Gefühl hast, ich könnte ihn sehen, dann weißt du zumindest, dass er dich sieht. Und das begleitet dich überall hin. An jedem Ort. Du weißt, Allah Ta'ala, er sieht dich. Und deswegen achtest du auf deine Taten. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat dies immer wieder seinen Gefährten ans Herz gelegt, um ihnen aufzuzeigen, wie wichtig diese Sache ist. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu Mu'ath ibn Jabal, ittaqillaha haythuma kunt. Fürchte Allah, wo immer du dich befinden magst. Und lass einer schlechten Tat eine gute Tat folgen, auf dass diese sie löscht. Und begegne dem Menschen mit einem guten Charakter. Fürchte Allah, wo immer du dich aufhältst. Und wisse Allah subhanahu wa ta'ala, er sieht dich, er hört dich. Ist nicht Allah al-Basir, der Allsehende? Al-Sami' der Allhörende, Al-Alim, der Allwissende, Al-Raqib, der alles beobachtet, der alles sieht, Al-Khabir, der über alle Dinge Bescheid weiß. Allah Ta'ala, er nennt diese Namen und gibt sie sich selbst, um uns zu zeigen, dass wir wissen müssen, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala uns an jedem Ort und in jedem Zustand sieht und beobachtet. Und am jüngsten Tag wird alles zum Vorschein kommen. Alles. Und Allah Ta'ala, er wird es uns sogar vor Augen halten. Und da bringt es auch nichts, etwas zu verleugnen. Weil es wird Zeugen geben. Zeugen, die gesehen haben, was wir getan haben. Von dem wir gar nicht wussten, dass sie sprechen können. Deine Hand. Deine Haut. Deine Beine, alles wird bezeugen. Und dann wird der Mensch fragen, woher könnt ihr sprechen? Wie kommt das? Und Allah wird sagen, und sie werden antworten, wie es Allah im Koran aufzeigt, قَالُوا أَنْطَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Sie werden sagen, Allah hat uns eine Sprache gegeben, der allem eine Sprache gegeben hat. Alles wird bezeugen. Die kleinste Sünde. Und wenn Allah uns nicht mit seiner Barmherzigkeit umgibt, dann werden wir bloßgestellt sein. Möge Allah uns davor bewahren, ja Rabbil Alamin. Und deswegen, das ist die grundlegende Eigenschaft eines Muslims, nach der jeder Muslim streben sollte. Dass ich dieses Bewusstsein mit mir an jeden Ort trage. Und es wird Menschen geben am jüngsten Tag, die kommen mit vielen Hasanat, wie es unser Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte.
لأعلمن أقواما يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة. Ich kenne Leute, die werden am jüngsten Tag mit guten Taten kommen, die so zahlreich sind wie die Gebirgskette von Tihama und die so leuchten werden. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Und Allah wird alles dann zu Staub machen. Woraufhin die Sahabe Angst bekamen und sagten, ja, Rasulullah, sifhum lana, jallihim lana, und gesagt, Allah, sag uns, wer das ist, wer sind diese Leute? Wir haben Angst. Woraufhin er sagte, sallallahu alaihi wa sallam, es sind Leute von euch, die genauso beten, wie ihr betet in der Nacht. Aber was ist der Unterschied? Was ist das Problem? وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ إِنْتَهَكُوهَا. لا إله إلا الله. Es handelt sich aber um Leute, sobald sie alleingelassen werden mit den Verboten Allahs, sie diese Verbote missachten. Sie überschreiten die Grenzen Allahs. Und deswegen, das, was dich retten wird, mein lieber Bruder, meine liebe Schwester, ist خَشْيَةُ اللَّهِ. Die Ehrfurcht gegenüber Allah in jeder Situation. Ob du in der Öffentlichkeit bist oder ob du allein zu Hause bist. Ob du in deiner Heimatstadt bist oder ob du gerade im Urlaub bist. Egal wo. Versuche, gottesbewusst zu handeln, auf dass du im diesseitigen und im jenseitigen Leben gerettet wirst. Möge Allah Ta'ala uns zu den gottesfürchtigen Dienern gehören lassen. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.